Hallo, 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 weiter geht's mit GTA 5. Wieder willkommen zurück in der Action hier und wir müssen da was klauen. Und zwar diesen Ding hier, wollen wir was viel geileres haben. Wir haben ultra viele Boys am Start. Aussteigen. Aussteigen. Oh, shitty, 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 shit. Wie machen wir die Fertigkeit an, damit wir hier... Verpisst euch! Hier sind so viele Menschen, wir haben die Fertigkeit mal wieder an. Ich renne einfach durch. Ich renne einfach durch, obwohl ich gerade richtig viel fresse. So, der ist down. Wieder lebt noch. Ich habe ihm noch mit der Fertigkeit ein Handy gegeben. Das ist ein too much. Kann ich hier rüber? Ja. Die Fertigkeit läuft gleich aus, deswegen mache ich sie aus. Und jetzt müssen wir hier... Oh, das sind so viele Menschen. Das sind so viele Menschen, die auf uns schießen. Gib Gas, Trevor. Gib Gas, Trevor. Überlebt das bitte. Oh, der ist low. Er ist richtig low. Wenn jetzt einer nur einen gezielten Schuss noch macht, bin ich tot. Geh hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch. Wir heilen uns wieder etwas. Häng den Militärhubschrauber ab, was? Der schießt mit Raketen auf mich. Der schießt mit Raketen auf mich. Um Gottes Willen, ich kann glaube ich mit dem Ding schießen. Nein, das ist nur so ein Transporter. Oder kann ich mit dem schießen? Nein, ich kann nicht schießen. Ich habe einen Fallschirm. Ich habe einen Fallschirm, sehe ich gerade. Ein bisschen grob rumfliegen, damit die Raketen mich nicht treffen. Nein! 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 Oh. Da bist ich! Mama, Mama, Mama! Mama, die schießen auf mich! Womit? Mit Raketen! Oh, mein Motor geht quasi fast gar nicht mehr. Ich habe Angst, dass ich getroffen werde. Komm nicht weg. Er ist auf jeden Fall beschädigt, das wissen wir schon mal. Und der Motorschaden. Oh, wir haben so viele Sterne. Wir haben so viele Sterne. Oh. Oh. Motor, bleib an. Nein. Nein. Vielleicht hätte ich einfach den Feuer ausschalten sollen, vielleicht. Den Helikopter, das ist ja unmenschlich. Oh, jetzt sind wir. Oh. Okay, weg. Vollgas nach vorne, Vollgas und tschüss. Ich bin weg. Da hängt ein Militärhubschrauber ab. Ich versuche es doch gerade. Ich gebe mein Bestes. Wer kann ihn nicht machen, als mein Bestes geben? Und der Helikopter ist nicht so wendig. Wie ein Flugzeug. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Wir haben mehr Speed drauf, wir sind gut dabei. Ja, 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 keine Rakete, noch keine Rakete. Leute, das schaffen wir. Drück mir die Daumen, drück mir die Daumen. Oh, oh, oh. Ja, ja, es blinkt. Es blinkt. Haben sie nicht erwartet, dass ich hier lang fliege? Haben sie nicht erwartet? Ja, oh, 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 oh. Begibt sie zum Hangar. Wo ist denn der Hangar? Läuft doch bei uns. Haben wir kurz knackig eben gemacht hier. Da müssen wir hin. Das ist doch Trevor sein. Ja, das ist Trevor sein. Sein Hangar. Oh oh, Michael. Are you Trev? Fine. For a guy who just went into an airbase and stole a chopper, are we ready to go on this thing? If it's a heavy lift chopper, then yeah, I'll get everything ready and I'll call you. All right. Yep, das ist ein Lastenhubschrauber. Der kann sehr viel Lasten tragen. Ich glaube, ich könnte sogar Panzer mitnehmen. Solche Dinger. Das sind also richtig stark. Die sind richtig stark, aber richtig stark. Die können sogar richtig dicke Mütter tragen. So fett sind die. Ja, da hinten ist der Flugplatz von Trevor. Den haben wir doch bekommen. Den kriegen wir da jetzt hin. Oh, Michael mit so einem Gerät. Ich bin mal gespannt. Aber ihr seht ja, ich kann es doch. Doch, bin gut dabei. Bin guter Dinge, das schaffen wir, Leute. Hier müssen wir nur die Däumchen drücken. Oder fliegt ein Jet her? Wie, ein Kampfjet. Das war ein normaler Jet. Ah, das, aber dieser große Jet zu fliegen, der letzten Part. Oh, es war ein Traum. Es hat so viel Spaß gemacht. So, sind wir doch schon. Ja, in der Wüste hat er den Scheiß. Das war eine Militärbasis, glaube ich. Ja, das war eine Militärbasis. Haben wir selber gesagt im Funk, da von wegen, ne? Böses und so weiter. Und da ist ein Knast. Ich hoffe, es gibt noch Missionen in einem Knast. Ich will da auch mal hin. Sieht richtig geil da aus. Es muss ein Knast sein. Wir können schon mal leicht runtergehen mit dem Speed. Ein bisschen bremsen.
Obwohl, wir sind ein Heli, wir können gerade landen, das passt schon. Das ist alles im Rahmen des Machbaren. Und Trevor, ihr kennt ja Trevor, der ist so wie Murlock. Ja, das ist Murlock, genau. Bei Murlock vom A-Team, der kann auch gut fliegen. Genauso. Genau, und Trevor erinnert mich auch an Murlock. Muss ich ehrlich sagen. Murlock ist Trevor. Der ist auch verrückt. Aber Murdoch war nicht ganz so verrückt beim A-Team. Michael ist Face. Und Franklin ist BA. So, hier können wir runtergehen. Hey. Hallo? Wie hoch wir aus sind. Ist hier noch eine schnellere Möglichkeit runterzukommen? So, ne? Ich nehme mal die Maus. Irgendwie geht das nicht. Jetzt gehen wir hoch. Also landen wir noch nicht so krass mit dem Heli. Da dauert das echt immer so lange runter zu gehen. Gehen wir runter, komm. Da ist doch der Heli-Landeplatz. Ein H für Helikopter. Kennen wir doch. La 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 la. Und so, wie war euch so? Wie ist das Wetter? Und was macht ihr gerade so? Seid ihr gerade auch am zocken? Ne? Wie viel Akku hat noch euer Handy? Schreibt's doch mal in die Kommentare, würde mich gerade interessieren. Ja la 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 la. Ich lande einen Heli, es dauert 10 Jahre. La, ba, ba, la, ba, 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 bam. Noch ein bisschen nach vorne müssen wir hier. So, und hier runter. Gut gelandet, Lars. Gut gemacht. Sehr schön. Was? Steigt wieder in den Cargo-Mob. Warum? Ist der falsch hier gelandet oder was? Ach, der muss da landen. Hallo, da ist doch ein Haar. Oh oh. Oh oh. Wehe. Wehe, du gehst jetzt kaputt. Das reicht immer noch nicht so. Das reicht jetzt aber, oder? Das passt sehr schön. Dankeschön. Bestanden die Kiste. Der Cargo Bob. Das ist mein bester Friend. Und mit Kontrollpunkt Mission erreicht. Jawohl. Gutes Ding. Haben wir geschafft. Haben wir den Bob. Was ist das für ein geiler Truck hier? Richtig geiles Ding. Und hier ist der Hangar. Hier ist das Ding hier von Trevor. Das sieht man sofort. Hier sieht es aus wie zu Hause bei dem. Kann man hier rein eigentlich? Ins Frack? Oh, richtig geil. Richtig geil. Wissen wir, wo wir mit der Sniper rumgeballert haben? Das war hier. Können wir den Kollegen nehmen? Näher dich dem Flugzeug und drücke F, um... Achso, rennen. Nö, will ich gar nicht. Hey Leute, wir müssen uns unterhalten. Treffpunkt ist das Grundstück in El Burro. Kommt rechtzeitig. Wer ist denn nochmal Steve? Ist das dieser FBI-Boy? Oh, ich will ihn gar nicht anrufen. Ich hasse den. Ich hasse jeden und alles. Ist da noch eine SMS hier? Boss. Achso, okay. Das passt. Dann haben wir das also soweit alles fertig. Ich glaube, wir sind jetzt bereit, diese Mission durchzuführen. Was ist da oben? Da oben ist Cletus. Ach, das ist... Ah, das ist der natürlich, der die Mission da plant mit Heli und U-Boot und so weiter. Da, wo Trevor gleich vorher... Was ist denn hier? Eine Seilbahn? Eine Seilbahn! Ich will auch mal mit der Seilbahn fahren. Müssen wir auch noch machen. Dann haben wir den Heli, wir haben das U-Boot, soweit alles. Und wir sollen uns mit dem Kollegen da oben treffen. Ich weiß nicht, was das hier ist. Welche Mission das mit dem Promi-Gegend... Gegenstand, Promi-Gegenstand. Ich weiß es nicht, ob das, wo das herkommt. Das ist, glaube ich, der Boy hier. Das ist der Boy, der gerade angerufen hat. Das war der. Der will uns unbedingt sprechen. Es ist super wichtig scheinbar, deswegen würde ich sagen, obwohl, wir sind gerade hier, ne? Wir sind gerade hier. Eigentlich müssen wir erst da oben hin. Lass doch diese, weißt du, diese Schlipsträger können warten. Die alten Dreckigen, die können warten. Ich will aber gerne mit einem, ich glaube, den Heli sollte ich lieber stehen lassen. Ich würde ja gerne das Flugzeug nehmen, aber das ist nur ein Stuntflugzeug. Da muss ich welches Stuntflugzeug-Scheiße machen. Lass mal stehen. Fahren wir mit dem Truck hier, der ist doch in Ordnung. Alter, ist das ein Monster. Oh. Wait! So, it looks like we're ready to go with everything. Floyd don't think it's a good idea for us to meet at the condo, so maybe we should... Tell Floyd it is a good idea to meet at the condo. It's a great idea. And tell him we need chips and dip and prostitutes. Wir müssen uns in seiner Wohnung treffen mit Chips, Burritos und Nutten. Was war da gerade? Aber warum muss ich denn da auch hin? Ich muss ja auch da hinten hin. Oder war hier was anderes? Wir sind ja gerade hier. Wir könnten ja eigentlich auch diesen Steinbruch suchen für die andere Quest. Die Nebenmission, weil wir gerade hier oben sind, kann man das mitnehmen.
Die Frage ist nur, ob ich es finde, weil ich bin doof. ich werde es trotzdem mal versuchen, rauszufinden, wo das ist. Düsen wir erstmal hin, ne? Da düsen wir erstmal hin. Ich hoffe, das ist okay. Da düsen wir hin, Leute. Ist doch gar kein Ding für den King. Da düsen wir hin. irgend so ein Afflacke da, beziehungsweise irgend so ein Lackmeier da oben drauf. So ein Afflacke, genau. Fällt das Wort gar nicht an. So ein Lackmeier. Lackmeier. Lackiger Lacker. Ne, so ein. Halt so ein Penner, so ein Assi, so ein Drecksack. Hey, over here! Hey, over here. Please. War das eine Nutte? War das eine Nutte? Hey, got room for one more? No, I think there's room for a little one. Ach. So, big favor. Can you take me to the top of Vinewood Hills by the sign? Wenn du mir... This is so sweet of you. I was starting to think no one was going to stop. Short dress, boots, vulnerable but playful demeanor. What more does a girl have to do these days? You cast out this kind of bait, you'd expect at least a couple of old sharks to come sniffing. But along you came. Was dann die für Zähne? Ist das ein Vampir? Less of the old, please. I'm in the prime of my life. Just promise me you're not going to wear my skin or imprison me in a crawl space for 20 years. Joke, kind of. You're cool, right? Sorry, I'm coming down. I've been partying like a biatch. Yesterday was a blizzard, man. I don't even remember getting out of bed, let alone going to bed. Good times. Okay. And what's on top of the Vinewood Hills? So, wo fahren wir denn hin? Jo, bis zum Arsch der Welt. Und dafür musst du mir definitiv mindestens einen blasen. Die Schlampe. Biatch. He's been stressed out, really working long hours, so I thought I'd surprise the big lug. We haven't seen each other for like a week. Or maybe it's two. I don't know. Crazy how time flies. Wait, that's my phone. Speak of the devil. Hey, sweetie, I was just talking about you. To this guy who was nice enough to give me a ride? No, not like that. I'm pitching back into town. Yeah, I know what happened last time, but I'm pretty sure this guy is okay. I ran out of money or I would have gotten a cab. Yes, all the thousand you gave me, what's the big deal? I said I'd pay you back. I'm sorry, okay? My phone was out of juice. I only just got it charged. I was staying at a friend's at Sandy Shores. You know, Brianna or Susie. No, I haven't spoken to him in weeks. This is just some random guy, I swear. Calm down, babe. Look, would you tell him? Are you talking to me? Yes, tell him you're not a guy called Brian, you're just some random guy. What? Just shout it. I'm just some random guy not called Brian. There, babe, you believe me now? Babe. Babe! Shit, he hung up on me. Sorry about that. So, on a scale of 1 to 10, how well do you think that went? He'll be fine when I surprise him. Probably just having a bad day. He can never stay mad at me for long. Opposites attract, you know. He's the serious, responsible, pay your bills, save for the future type, and I'm the sexy, bohemian, go off for days and do X in the middle of the desert type. I'm young. I'm still exploring my mind, discovering who I am. He knows I'll come back. When you run out of money. Whoa there, random guy. Less of the judging. Wait, there's my phone again. What's up? Yeah, pitching back into town. Oh, diese Schlampe, Alter, nur am Telefonieren. I feel I'm wrecked. I know, I'll have one last bag etched on my tombstone. Don't flatter yourself. I can walk just fine, thank you. You're bad. Anyway, gotta go. I'll text you later. Don't tell me. Brian? What? No, just one of my girlfriends. Look, I'm seriously flagging now. I'm going to rest my eyes for a few minutes if that's cool. See if I can power nap my way into a second wind. So, broadcast tower behind the Vinewood sign. I think it's Mount Hunt Drive. Just holler when we get there. You're the best. And... Don't touch me or anything, okay? Can't promise anything. A jest, of course. You're horrible. Schläft die jetzt da? Genau, Augen auf. Die Augen zu. Was macht vielleicht Trevor mit dir? Nein, ich hätte mal die Schnauze. Ja, guck mal, das ist getunter Smart.
Getunter Smart, wer macht denn sowas? Guckt euch das mal an. Wie hässlich ist das Auto? Das hässlichste Auto, was ich je gesehen habe in meinem Leben. In meinem verdammten Leben. Und diese Schlampe ist die behindertste von allen. Jo, da auf den Reef. Was ist mit dem Reh los? Verpiss dich. Hallo. Wo seht ihr euch? Würdet ihr bei Trevor ein... Na, jetzt mal so eine Frage an alle. Würdet ihr bei Trevor einsteigen? Als Anhalter mitfahren, wenn er so aussieht? Ich, natürlich. Ich wäre der Erste, der sofort sagen würde, ja, lass mich rein, gar kein Ding. War schon. Weg. Rotes Auto, verpiss dich. Das jetzt, ich hoffe, das bringt jetzt irgendwas hier ins Moment. Wenn das einfach nur gewasted time ist, ne? Wenn das einfach nur scheiße ist, wenn es nichts bringt, sehen wir uns nicht mal einen Blast dafür. Dann werde ich sie sowas von leiden lassen, bevor ich sie dann töte. Ich werde sie töten. Töten, mitnehmen. Leiche mitnehmen. Ich hoffe, es bringt was. Bitte. Um Gottes Willen. Das ist ein Hase. Ich überfahre keine Hasen. Nein, Hasen werden gebremst. Genau wie in echt. Kann ich Lichter machen? Oh, Lichter an. Sieht stylischer aus. Richtig. Ich hab Schiss bekommen, wenn ich die Seite wechsle. Der ganze Plan von dieser Folge ist hin, weil die Biatch da die ganze Zeit nur Scheiße macht. Und wir sie mitgenommen haben. Das war, glaube ich, ein Fehler. Das war ein Fehler. Denke ich doch mal. Da ist sie doch. Was ist denn hier? Yes, and there he is. Hey, babe! Surprise! And who's this guy? What, no kiss? Hey, Punk! What the hell do you think you're doing with my woman? Are you Brian? Was? Calm down, I don't even know the guy. Don't fight over me, guys. Willst du mich verarschen, Junge? Willst du mich verarschen? Du legst sie mit Trevor an, du kriegst eine... Ich bring deine Schlampe hier hin. What have you done to him, you psychopath? Was? Was? So. Jetzt will ich meine Belohnung haben. Ich hab dich hingebracht. Ich will meine Belohnung haben. Ich hab dich hier hingebracht. Ich will meine Belohnung haben. Ich will meine Belohnung haben. Hallo? Ich habe dich hier hingebracht. Was, wo gehst du jetzt hin? Was darf ich mit dir machen? War es jetzt komplett sinnlos? War das einfach nur ein random Event, was einfach nichts bringt? Wo rennt die jetzt hin? Was macht die jetzt? Jetzt hat sie Angst. Oh mein Gott! Da ist ein gelber Schlauch. Ich habe so viel Angst, das ist ein gelber... Nee, oder? Wirklich. Du hast jetzt... Wirklich? Das hat nichts gebracht, ja. Das hat nichts gebracht. Wie switche ich hier eigentlich durch? Das weiß ich noch gar nicht. Wie nehme ich denn jetzt hier... Ich will eine schmerzhafte Waffe nehmen. Wie kann ich jetzt hier wechseln? Vielleicht mit Maus... Nein. Ich weiß es nicht. Mit W. A, S, D. Ich glaube, ich habe hier noch was. Sieht ihr? Unbewaffnet 1 von 2. Ich weiß aber nicht, wie ich hin und her switche. Ich finde die Tastenkombination nicht. Vielleicht mit dem Mausrad drauf? Ah. So. Jetzt haben wir ein Messer. So, ich bin den ganzen weiten Weg gefahren. Den ganzen weiten Weg. Komplett. Für dich. Hierhin. In diesen... zu diesem Scheiß hier. Hier ist nichts. Hier wohnt ein Bulle oder sowas. Ich habe ihn umgebracht. Ich geh mir auf den Sack. Weißt du, und ich bekomme dafür nichts. Nichts. Und du bekommst dafür alles zurück. Und zwar ein Messer ins Gesicht. Oder in den Bauch. So, Messer rein. Ja, komm. Einmal noch. Alter, man sieht so die Einstichwunden. Meine Fresse. Keiner in den Kopf. Alter, ist das nicht indiziert? Frage ich gerade. Ja, auf die Titten klatschen. Ja, hier rein. Komm, Silikon raus. Silikon kommt raus. Los, rein. Rein. Boah, das sieht so krass aus, das Spiel, ne? Also auch von den Einstichwunden und alles. Sowas wird nicht indiziert. Sowas wird nicht indiziert. Das Messer ist rot. Nochmal drauf. Rein in den Hals. Und nochmal drauf. Und nochmal in den Hals. So läuft das hier. Es tut mir leid, aber es musste leider gemacht werden. Das ist okay. Ich muss noch kurz, wir schauen jetzt kurz so rüber, ob dieses Random Event irgendeinen Sinn erfüllt hat oder wie einfach nur planlos jetzt hier hin sind. Gibt es ja jetzt hier irgendwas, was ich machen kann? Oder war es einfach nur useless? Weil es ist ja ein Ort, wo man normalerweise nicht hinfährt. Ja, die blutet dann noch ein bisschen durch die Gegend. Hier ist jetzt ein Fahrzeug. Der Typ ist da tot. Vielleicht kann man hier rein oder so. Wenn es echt sinnlos wäre, dann... Ach, hier haben wir... Hier, das ist was... Es muss doch irgendeinen Sinn erfüllt haben, hier hochzufahren. Ach nö. Ach nö, da habe ich was falsch gemacht. Hätte ich denn machen sollen? Hätte ich mich verkloppen lassen sollen von denen? Nee. Kann ich hier rein? In den Container auch nicht. Es ist hier oben einfach nichts. Na toll. Oh, wir haben den ganzen Part verschwendet. Für so eine Schlampe. Vielleicht ist hier hinten noch was.
Ich glaube, wir haben den ganzen Part verschwendet. Da kommt ein Hubschrauber. Was fehlt denn hier? Haben wir einen Sniper? Wir haben einen Granatwerfer. Keine Munition, fuck. Doch, wir haben einen Sniper. Kann ich da durchschießen? Das ist die nächste Frage. Hier hoch. Was ist das für ein Typ? Landet der jetzt hier oder was? Irgendwie nicht. Alter Schwede. Wo will der hin? Dann treffe ich doch so. Oder landet der jetzt hier irgendwo? Den treffe ich so nicht. Fuck. Komm. Komm. Getroffen? Kann ich irgendwie sein Roter abschießen oder so, dass er abstürzt? Er brennt auf jeden Fall, bringt wohl nicht viel. Okay. Das Ding hat ja einen Schalldämpfer. Ne, Leute. Ich gucke nochmal kurz hier, aber ich glaube, es war sinnlos. Wie schon erwähnt, es war einfach nur sinnlos. Hä? Ich dachte, ich hatte doch sonst immer eine lila-pinke Waffe, hatte doch der Kollege hier. Warum ist die jetzt anders? Ist das eine andere? Das ist eine andere scheinbar. Hä? Die Farben haben sich geändert von den Waffen. Wir hatten doch pro Person bestimmte Waffen. Und der hatte doch eine lila-pinke Waffe. Hm. Na egal. Da hatten wir ein anderes Ding für den. Das war die Sniper vielleicht. Die Sniper war da auch eine normale Farbe. In schwarz. Ich bin schon wieder überfragt. Na egal, haben sich wohl die Einstellung nicht gespeichert. Oder wir haben die Farben anders gemacht. Ja, Leute. Es war total gewastet, total behindert, total scheiße hier hoch zu... Oder kommt man hier vielleicht hoch? Bringt das irgendwas, ne? War total behindert hier hoch zu gehen. Wir haben es trotzdem gemacht. Weil ist das Fahrzeug hier ultra super wichtig, dass man das braucht. Weiß ich nicht. Da steht ein Kerl wieder. Der Typ ist wieder respawned. Der Kerl ist respawned. Warum ist er respawned? Können wir es mit dem machen? I take your scalp. They'll give... ah! Oh. Nichts. Er ist einfach nur da. Okay, mein Truck. Oh, mein geiles Auto ist despawned. Egal. Das war's, was euch gefallen hat. Däumchen nach oben. Seinen Haufen super nasser Boys. Bis zum nächsten Mal. Lebst du noch? Jetzt nicht mehr. Tschüssi.